Ich habe im Vorfeld dieser heutigen Sitzung genau nachgezählt. Seit der Verhängung des ersten Lockdowns hatten wir 45 Nationalratssitzungen, 39 Zuweisungssitzungen und eine viel, viel größere Zahl an entsprechenden Ausschusssitzungen. Alle diese Sitzungen haben stattgefunden, ohne dass es eine entsprechende Verpflichtung zum Maskentragen gegeben hätte. Jetzt habe ich in der Präsidiale, Herr Präsident, das gemacht, was ein vernünftiger Zugang zu den Dingen ist. Ich habe Sie gefragt, was ist der Grund dafür? Was ist der Grund dafür? Welche Zahlen können Sie mir nennen, dass jetzt ein Wechsel von einer Empfehlung hin zu einer Verpflichtung notwendig erscheint? Das ist, glaube ich, eine ganz legitime Frage, weil ja nur, wenn Sie diese Frage beantworten, auch klar ist, was passieren muss, damit diese Verpflichtung auch wieder wegfällt. Und wenn Sie diese Frage nicht beantworten können, Herr Präsident, und Sie konnten sie nicht beantworten, dann sind wir dort angekommen, wo es nämlich wirklich hakt, dann sind wir bei der politischen Willkür. Und um nichts anderes geht es. Der einzige Unterschied zwischen der Phase, die ich beschrieben habe, mit 45 Nationalratssitzungen und allem anderen, was dazugehört, und jetzt ist, dass die ÖVP seit einigen Wochen in der Rückwärtsbewegung ist. Ihnen steht das Korruptionswasser bis zum schütteren Haaransatz, Herr Präsident. Und da dürfen Sie sich persönlich angesprochen fühlen. Und das ist der Grund. Und das ist der Grund, und zwar der einzige Grund, warum Sie jetzt einmal mehr das tun, was Sie immer machen in solchen Situationen, nämlich Blendgranaten und Ablenkungsmanöver zünden. Kinder können es keine mehr abschieben vor Fernsehkameras, sonst kommt Ihnen der Koalitionspartner abhanden. Also müssen Sie etwas anderes suchen, und da sind Ihnen die Masken eingefallen. Das Ganze ist völlig evidenzbefreit. Sie haben mir keinen Grund nennen können. Aber ich habe Ihnen Zahlen präsentiert in der Präsidiale. Ich habe Ihnen die Zahlen des Gesundheitsministeriums vorgelegt, aus denen klar hervorgeht, dass die Auslastung der Intensivbetten jetzt eine viel geringere ist, als sie im Dezember gewesen ist. Ja, warum haben Sie die Maskenpflicht nicht im Dezember verordnet, wenn das das Kriterium ist? Und allein das zeigt, wie durchsichtig Ihr ganzes Spiel ist. Und Sie müssen... Und Sie müssen ein bisschen aufpassen, Herr Präsident, denn Ihre Argumentation hat etwas ganz Gefährliches. Vor wenigen Monaten haben Sie der Bevölkerung noch erklärt, man muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen, damit man andere nicht gefährdet. Dann haben Sie den Wechsel vollzogen und haben gesagt, jetzt sind es die FFP2-Masken, die muss man tragen, damit man sich selber schützt. Ja, wovor fürchten Sie sich dann, wenn Sie die FFP2-Maske tragen? Wovor fürchten Sie sich dann, wenn Sie durch das Tragen dieser Maske geschützt sind? Achtung, Ihre Argumentation hat einen gefährlichen Pferdefuß. Sie führt sich nämlich selbst ad absurdum. Und es gibt noch einen wesentlichen Unterschied seit den Phasen, in denen wir uns in der Vergangenheit bewegt haben. Alle Hochs und Tiefs der Pandemie haben wir schon durchgemacht. Wir haben auch unterschiedliche Sitzordnungen hier gehabt. Alles das kommt für Sie nicht mehr in Frage. Jetzt geht es darum, die Masken zu verordnen. Ah ja, setzen Sie es auf, das schaut besser aus und dient auch Ihrer Glaubwürdigkeit. Eine Schutzfunktion werden Sie daraus nicht ableiten können. Jetzt tut das wieder runter. Also, ja. Aber das ist typisch für die Heuchelei der Österreichischen Volkspartei. Weil die Hausordnung, auf die man sich berufen hat und die seit gestern gilt, übrigens auch im U-Ausschuss, ist von Ihnen und vom Herrn Finanzminister im U-Ausschuss nicht eingehalten worden. Sie sind nämlich dort minutenlang herumspaziert, ohne eine Maske zu tragen. Und das Gleiche gilt für den Herrn Bundesminister Blümel. So viel zur Ehrlichkeit der Österreichischen Volkspartei. Wir sind gerne bereit, alle sinnvollen Maßnahmen mitzutragen. Aber dann müssen Sie uns die Sinnhaftigkeit auch erklären können. Sie konnten es in der Präsidiale nicht. Für Ihre politischen Spampanadel stehen wir nicht zur Verfügung.